So, willkommen zurück zum Let's Play von Mario Galaxy. Wir sind auch direkt im Spiel. So, ich versuche es immer noch an dieser Stelle, diesen Geheimstern zu holen, der gerade echt trickreich ist. Oh, weil es nicht klappt mit diesen scheiß Dingern hier. Nö. Also, ich glaube, ich stelle mich hier ganz nach... So. So vielleicht. Nö, irgendwie nicht. Hey. Vielleicht ein bisschen weiter noch da, da auf dem gelben Ding stehen vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Also du kannst mir erzählen, was du willst, ne? Aber es ist gerade nicht wirklich mein Fault. Yes. Warum nicht gleich so? Verdammt. So, einen grünen Stern. Ein Hidden Star. Na, so hidden war er ja nicht, aber... Muss man dafür mehr finden, um diese Levels freizuschalten? Vielleicht. Von den Grünen. Ja. Ein, ich glaube mit jedem... Oder jeder schaltet eins. Ja, ich glaube schon. Es gibt auch, glaube ich, nur drei oder so. Du hast ein Dark Neue Galaxie. Na na na. Oh. War noch ein schöner Start. Noch 10 Stück. Überhaupt keine Kometen unterwegs. Ja, haben wir auch schon halb zwei, ne? Ja. Schaffen wir, oder? Theoretisch. Wollen wir nicht gleich irgendwann einpennen oder so? Ja, ich penne eigentlich gar nicht mehr, aber bei dir, ne? Ja. Ich merke schon, wie meine Augen zukleben. Echt jetzt? Das ist echt müde. Bist du müde? Alter, du willst echt Schläge haben. Ja, noch ist vor, ich will nur singen. Ich hab mich doch nur um dein leibliches Wohl gesorgt. Ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, das wird lustig. Ich bin echt mal gespannt, wie oft ich sterbe. Ich liebe das. Das macht Bock. Gesundheit, Gesundheit. Oh, danke. Das ist nur Aufmerksamkeit. Nee, ich war die letzten Tage schon so am Kränkeln. Jetzt habe ich voll Kopfschmerzen und meine Nebenhöhlen sind zu. Das ist kein gutes Zeichen. Du darfst nicht so viel rausgehen. Was soll das? Oh nein. Nee, im Bus habe ich auch die irgendwelche Leute die ganze Zeit angehisst. Das ist ätzend, ne? Ja, man wird immer durch andere Leute krank, die echt irgendwie die ganze Zeit in der Gegend rumhusten. Und die halten auch nicht die Hand vor mir. Nee. Also die... Sitzen dir gegenüber, lesen Zeitungen und husten plötzlich los. Das regt einen auffällig. Man sollte diese Leute echt einen riesengroßen Mörser werfen. Ich, immer wenn jemand irgendwo hinter mir sitzt und niest oder so, dann halte ich erstmal die Luft an für 20 Sekunden oder so. Aber es ist total egal, weil ich wette, danach atmest du dann nur umso tiefer ein und wenn dann da noch irgendwas in der Luft ist. Das sind auch voll. Hast du mal so einen Nieser, so eine Niesaufnahme in der Zeitlupe gesehen? Das ist so ekelhaft. Das ist überrumpft. Ja, komm, das ist, dann nennt man es ja auch Tröpfcheninfektion. Mhm. Ein bisschen daneben. Ach, ja, Mann. Aber ich find das gut, dass man direkt vor dem Boss startet. Das ist schon sehr edel. Das ist ganz ätzend, wenn man das ganze Level ran müsste. Wenn die Gegner dazukommen, das wird bestimmt ätzend. Oh, lass mich in Ruhe. Da sind sie. Nein, du Mistvieh. Boah, wie brutal. Hast du gesehen? Das sah für schlecht aus. Ja. Das ist eigentlich nur für so Millisekundenaufnahmen oder so. Ach so. Ja, du wenn du geschockt wirst. Nee, wenn du geschockt wirst, dann blinkt das quasi ganz kurz auf nur.
Nein! Komm! Oh, mein Timing ist aber auch denkbar schlecht. Der Arme. Voll brutal. Aber so wissen wir wenigstens, dass Mario ein Skelett hat. Ja. Das heißt, er besteht nicht aus Gummi. Was ich echt lange Zeit angenommen habe. Echt? Nö, ich laber nur Kacke. Aber es irgendwie es wirkt so sehr elastisch, ne? Wie die alle Toon-Charaktere. Meinst du, auf der Wii bekommt ein HD-Remix von dem Spiel? Boah, ich kann es mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Dass die das machen. Nicht, dass ich es mir kaufen würde. Dann kündige Shigeru Miyamoto auf Facebook meine Freundschaft. Wenn wir jetzt noch eine Mission machen, weil die so kurz war? Oder soll ich? Kann ich machen. Mir ist egal. Hm, kann ich machen, ist okay. Okay, dann eben nicht. Du auch? Hä, war nicht hier drin auch die Geistergalaxie? Nein. Nee, die war im Schlafzimmer. Ja. Oder in der Küche? Küche. 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 Noch 9 Sterne. Also wir brauchen 60 Sterne, um den Final Showdown gegen Kamek zu machen. Oh, Entschuldigung. Ernsthaft. Was soll das? Warum musst du mal alles spoilern? Tut mir leid. Ihr kennt das Spiel natürlich, ne? Das ist sehr schön. Ernsthaft? Was? Dass das schön ist? Ja, finde ich schon. Ja? Ja, dann ist gut. Wie viel will der denn? 1000. Haben wir nicht. Dreistes Mistvieh. Ich gebe dir gleich was ganz anderes. Warum sammeln die sich selbst welche? Das ist faul. Diese Röhren, die da durchlaufen, ne? Das ist ganz seltsam designt. So Bücherregale rumstehen. Ich mag die Sternwarte nicht. Ich fand Peach Schloss übelst geiler. Ich finde beides eigentlich kacke. Nee, das Schloss ist doch stylischer als das da, aber es passt nicht. Hat hier nicht auch irgendwas Neues freigeschaltet worden? Ja, doch schon. Mal sehen. Irgendwie nicht. Doch, links unten. Ja. Hey. Links unten. Da waren wir doch. Doch, ach nee, doch. Ich hab die Fahrt verwechselt. Schon. Tut mir leid. Was ist los? Kennst du das, wenn du so Nieser in der Nase hast, aber du kannst nicht niesen? Ja. Das hab ich gerade. Das kitzelt die ganze Zeit. Das ist richtig schlimm. Wir haben noch oben das letzte Tor freigeschaltet. Ja, du kannst zum letzten Tor ganz hoch. Doch. Oh, wie lahm ist die? Dran. Ja, noch eins höher. Ja, gut, wir waren da ja schon drin, aber es sind jetzt irgendwie noch 2 neue Galaxien freigeschaltet oder so. Auf jeden Fall gibt es hier jetzt wieder irgendwas zu tun. Was tust du? Hab eine richtige Rotznase. Ich hoffe, ich steck dich nicht an, ey, weil ich glaube, ich sehe was Ernstes. Oh. Das ist bestimmt funny. Oh. Das ist bestimmt überhaupt nicht funny, oder? Was ist funny? Oh. Die Mission hier. Boah, ich merke es nicht. Der Weg durch den Superraum. Kennst du es, wenn die Ohren zugehen, wenn man erkältet ist? Ja. Das habe ich gerade. Das ist voll übel, echt. Du bist quasi gerade für mich wie diese Person am Bus. Ja. Nur, dass ich mit dir die ganze Zeit in einem Raum verkehre, ja, und penne. Das heißt, nachts hauche ich die ganze Zeit extra in deine Richtung, dass du auch krank wirst. Das heißt, du steckst mich auf jeden Fall so oder so an. Meinst du? Glaube ich nicht. Obwohl, ich muss echt sagen, es ist echt schlecht für dich, weil ich bin eigentlich recht relativ resistent, aber ich bin halt Überträger von Krankheiten. Also Leute um mich rum werden extrem krank davon, was ich habe, aber ich selber... Gerade hast du mir in den Mund gespuckt. Echt? Ja, so ein winziger Tropfen. Oh, ich sollte nicht so laut lachen, wir haben 2 Uhr. Ja, und außerdem spuckst du beim Lachen rum.
Oh, wie geil das ist, wenn du mal die Mission ist irgendwie cool. Wenn du mal auch so eine Rotznase hast. Weißt du noch, Hylian? Von wegen Rotz und so? Ja, mit seiner Rotzen. Ja, da brauche ich gleich. Der hat immer seine ganzen Rotzfahnen überall verteilt. Ist nicht schlimm, wenn ich unsere ganze Leben aufbrauche, oder? Nee, ich bin gewohnt, dass du failst. Smokes! Aber geil, ey, dass er so ein Wassertropfen hochspringt, der diese Energie da hat. Boah, meine Nase doch zu. Mann, warum muss ich krank werden? Ich will nicht, dass ich krank werde. Ich war lange nicht mehr krank übrigens. Das ist bestimmt schon ein Jahr her. Ja, ja. Nee, ehrlich. Ich weiß noch, dass du den Winter die ganze Zeit krank warst. Und immer einen angesteckt hast. Und wenn du dann wieder gesund warst, war quasi der andere krank und hat dich zurück angesteckt. Das ist eine Anspielung auf Mrs. Man. Was? Wir beide haben uns mal angesteckt. Wer ist Mrs. Man? Wer wohl? Mancharo. Echt nicht. Was? Mancharo. Ach so. Ah. Oh, du hast aber nur... Ja, aber... Hä? Das war doch schon längst vorbei im Winter. Ja, war's. Es ist noch nicht vorbei. Und ich weiß gerade überhaupt nicht, was das mit dem Thema Krankheit zu tun hat. Aber egal! Ich bleib an irgendwelchen Sachen hängen. Nee, ich bin echt immer derjenige, der vor so zwei Tagen... Ja, ich beim letzten Mal auch gespielt. Ja, ich glaube, über Team gefällt. Ja. Es ist gut, dass du das spielst. Das ist lustig für die Viewer. Also, Leute, schnallt euch an, sperrt die Augen auf, macht die nicht zu, wenn Greedo wird vielleicht extrem failen. Das ist lustig. Es gibt ja, der Minas, der würde diese Mission einfach direkt beim ersten Versuch schaffen. Nee, ohne Mist, war es nicht erst mal so, dass du auch noch gesagt hast, dann mach du die doch. Dann hab ich die gemacht. Nein, das glaube ich nicht. Doch, doch. Normalerweise, wenn ich an so einer Sache total lang fail, dann zieh ich die auch durch bis zum Ende. Hättest du das mal mit deinem Schulabschluss gemacht, ne? Sagt der Richtige. Wieso? Ich hab einen. Na, ich weiß, was du meinst. Aber es hat auch andere Perspektiven als ein Schulabschluss. Ich hab mein... mein nettes, tolles Abitur. Du hast Abitur? Ja. Aber nicht Vollabi, oder? Doch, klar. Echt? Oh Gott. Das ist heute aber auch nicht mehr so viel wert. Fast jeder Depp. Ja. Hätte ich mehr Geld, hätte ich es auch. Ja! Ist so. Ist klar. Zu meiner Zeit war Abi voll das Budget, den... Was? Alter, ich habe null Geld dafür ausgegeben. Nicht du, aber jemand anders. Also hast du in einer anderen Zeit gelebt als ich? Hä? Hm? Du gerade meinst, es zu deiner Zeit. Da gab es noch Studiengebühren. Studiengebühren für Abitur studiert man, oder was? Ich verstehe dich gerade nicht. Ich hab's verwechselt mit Schule. Also ich hätte... Es ist spät, liebe Viewer. Ich glaube, wir sollten echt aufhören zu reden einfach und nur noch spielen. Oh, deine Mutti. Das wäre auch spannender irgendwie. Was? Nur zu reden und nicht zu spielen? Ja. Ja. Und dem, was du gerade fabrizierst, vielleicht schon. Hey, du bist spielerisch. Echt streit, spielerisch oder? Und ich, rhetorisch. Ich glaube, irgendjemand in diesem Raum will echt Streit haben. Ja, aber dann kann keine Gegner. Ich glaube, Minas ist es nicht. Nee, ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, dass der... Da, der will Streit. Guck, der hat dich jetzt übel. Guck mal, der hat drei. Ohne Scheiß. Der hat dich voll angemacht, guck mal. Das ist ein Assi, ey. Du hast gezeigt, Alter. Aber irgendwie sind so Fieberschübe auch lustig, weil du hast eine ganz andere Wahrnehmung so. Ja, und wenn du noch die ganze Zeit Hustensaft trinkst, dann geht dir voll einer ab. Und wird Medi-Night ballert übelst. Glaub mal. Wenn du das Zeug nimmst, kannst du echt noch so 4 Tage arbeiten. Die Mission ist echt sick, ne? Oder nicht? Alles Abgrund, du musst quasi erahnen, wo als nächstes was erscheint. Ja. Schon. Knackig. Schön. Beim letzten Mal habe ich länger gebraucht für diesen 2D-Part quasi. Und immer hochspringen. Ja, ja, mit der Feder ist es verkackt damals. Ja. Das weiß ich auch noch, so als wäre es gestern gewesen. Oh. Yes.
Nur noch 8 Stück. Leute, bleibt dran. Es ist fast vollbracht. Na geil. Neues Ding. Und mit Ding meine ich Galaxie. Die eine da haben wir auch übrigens noch gar nicht gemacht, ne? Welche? Die links, diese Rakete. Dann ist mir aber jetzt egal, weil die Galaxie ist mega geil. Ist das jetzt deine Lieblings, oder? Welche? Nein. Ist sie immer noch nicht aufgetaucht? Keine Ahnung. Was ist deine Lieblings? Sag's einfach. Ich weiß es nicht. Du bist voll der blöde Pickasi. Warum? Die Mucke ist geil. Die Galaxie ist geil. Von der Knackigkeit her ist die gut. Ja, hier das Risiko Kometen-Dings. Das ist hardcore! Ich hab nichts gesehen mit dieser Lava-Fontäne. Ich auch nicht. Hardcore Vibes. Halt die Schnauze. Ich glaube, desto später wird, desto aggressiver sind wir. Du auf jeden Fall. Ich? Ja. Ich bin aggressiv. Ja, du suchst die ganze Zeit nur Streit. Das ist mir nicht aufgefallen. Indem ich wahrheitsgemäß die Sachen beantworte. Was für Sachen beantworte? Keine Ahnung. Irgendwas halt. Ja, genau deshalb nämlich. Indem ich eine klare Position einnehme, die unwiderrufbar zu Komplikationen mit deiner Ehre oder mit deiner Anschauung der Welt zu tun hat. Ich habe gerade keine Ahnung, wovon du redest, aber ja. Oh, wie geil, die Lava kommt ja. Bam, guck dir das mal an! Oh. Kommt denn sonst viele Starbits raus, oder was? Weiß ich nicht. Die Mucke ist geil. Nein! Oh ja, das ist dumm. Ach, da fallen Dinger raus, das sehe ich erst. Maximo Pilzo! Dieses Level ist, oder? Ja, sieht echt geil aus. Also Kinders, ihr werdet echt entschädigt dafür, dass ihr dieses Let's Play seht. Was das zählt? Ich hätte es nicht gedacht. Ich war echt ziemlich hoch. Schöner Bodenglanz. Ja, so ein Glanz hätte ich mir auf dem Metall gewünscht. Mit Spiegeleffekt halt. Der hat jetzt keinen Spiegeleffekt, aber... Ja, das war halt dieses rauere Metall, ja, das du über Werkzeug auf das hast. Das ist geschliffen, ne? Oh. Ist egal. Mit dem Schaden lebe ich gern. Jetzt geht's los. Ja, es ist jetzt echt geil. Wie extrem geil diese Galaxie ist, ey. Meine, was ist das denn, Lieblings? Weiß ich nicht. Ey, du hast die ganze Zeit gesagt, die kommt irgendwann noch. Also muss sie jetzt irgendwie langsam mal da sein. Oh ja, da oben seht ihr den Stern. Was ist das? Dieses komische Kolosseum bröckelt. Sieht echt aus wie ein Kolosseum, ne? Ja. Und jetzt, ganz ehrlich, jetzt braucht ihr echt ein bisschen Games, ein bisschen Skill in diesem Level. Kannst du auch ganz normal machen. Nö, ich find's aber jetzt ganz lustig. Ja. Den ich nicht besitze übrigens. Ja, ich sitze auch extrem scheiße. Wir machen einen kurzen Cut. Sehen uns gleich aber natürlich wieder. Bis dahin, tschüss.